Hallo zu meinem heutigen Video. Heute ist der 5. Tag meiner Challenge. Das letzte Video war vom 2. Tag. Zwischendrin bin ich nochmal ein paar Kilometer gelaufen, sogar einmal mit der Bettina. Das war dann über 13 Kilometer, mehr wie ich eigentlich sollte, aber hat einfach Spaß gemacht. Zu zweit ist es dann doch nochmal schöner zu laufen als allein. Heute ist der 13. September und genau vor einem Jahr hatte ich meinen Verkehrsunfall und heute ist das so wie mein 2. Geburtstag, denn ich hatte echt Glück und war auch bewusstlos, war total unschuldig bei der ganzen Sache. Ich habe genau um 17 Uhr Feierabend gemacht, bin relativ auch bequem nach Hause gefahren. Ich hatte ca. 70 bis 80 km/h auf der Landstraße, wo ich auch 100 fahren hätte dürfen. Und auf einmal hat mich im Gegenverkehr einer übersehen. Dann war er plötzlich vor mir. Ich musste natürlich dann bremsen und leicht ausweichen. Und der Transporter hinter mir ist fast umgebremst mit 80 km/h in mein Auto reingefahren. Ich kann mich an Bruchteile erinnern. Ich war relativ schnell bewusstlos. Dann, als ich meine Augen aufgemacht habe, waren auch schon die Rettungshelfer da, der Notarzt. Dann haben die mich irgendwie in den Krankenwagen reingebracht. In dem Moment wusste ich auch überhaupt nicht, was passiert ist. Ich war in so einer Art Schockzustand. Viele Fragen konnte ich gar nicht beantworten. So simple Sachen wie, was für ein Tag heute sei und wie viel Uhr es ist, an was ich mich erinnere. Ja, und Telefonnummern von Schwestern, Mutter konnte ich mich kaum erinnern, außer von meiner jüngeren Schwester. Eben, weil die hat, glaube ich, seit ungefähr 20 Jahren die gleiche Telefonnummer. An die einzigste Nummer konnte ich mich erinnern. Ja, an die Namen meiner Kinder, glaube ich. Aber dann war vieles, vieles weg. Überall war Blut. Ich hatte einen riesen Platzwunde im Hinterkopf. Der Fahrersitz war gebrochen. Ich lag eigentlich hinten auf der Bank, als ich zu mir kam. Meine Hände waren voller Blut. Ich habe mal hinten an meinen Kopf gefasst, habe ich natürlich die Platzwunde gespürt. Die wurde da mit 17 Stichen genäht. Aber die Ersthelfer, die vor Ort waren und die ganzen Sanitäter haben sich super um mich gekümmert, sehr routiniert, sehr fürsorglich. Ja, dann lag ich dann erstmal so im Krankenhaus. Irgendwann mal kamen auch meine Kinder mit meiner Mutter mich im Krankenhaus besuchen. Bettina war nicht erreichbar, weil sie eben an dem Tag, am 13. September, hatte auch die Geburtstag, die Mutter von Bettina. Also war sie mit ihrer Mutter essen. War nicht erreichbar, die war dann sehr spät erreichbar. War dann natürlich total geschockt, als sie ins Krankenhaus kam, Tränen übergossen. Ja, in so einer Situation hat man dann erstaunliche Kräfte, versucht stark für die ganzen Familienmitglieder zu sein. Ich habe auch ein paar Witze gerissen, versucht, die so zum Lachen zu bringen. Aber ist mir halt nicht so gut gelungen. Ich war dann irgendwie, der ganze Kopf war verbunden, als ich im Krankenhaus lag. Irgendwann mal kamen auch die Beamten, die Polizeibeamten, haben mich natürlich befragt, was alles passiert ist, an was ich mich erinnern kann. So viel war es leider nicht. Dann habe ich halt irgendwann mal gefragt, ist irgendjemandem was Schlimmeres passiert? Habe ich irgendwas verschuldet? Weil ich konnte mich auch gar nicht erinnern, ob ich jetzt da wirklich auch was falsch gemacht habe, ein Fahrfehler oder irgendwas. Und dann hieß es, nein, kein Fahrfehler, habe mich vorbildlich verhalten, abgebremst, kam auch zum Stillstand. Der, wo überholt hat, ist sogar davon gekommen, also nur eben, weil der hintere vielleicht abgelenkt war durch ein Smartphone oder was anderes oder eben den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat, ist er halt mir hinten rein. Ja, und dann war ich wirklich lange, lange Zeit zu Hause.
in Behandlung und habe immer wieder starke Schwindelanfälle gehabt. Eben die behandelnden Ärzte haben dann gesagt, nach so einem Unfall, was für Kräfte da auf die ganzen Organe und Kopf und so kommt, ist enorm. Und dass nach so einem Unfall, nach so einem Aufprall einem auch schwindelig ist, sei total normal. Und es würde 6 Monate gehen. Jetzt ist ein Jahr rum und ich habe diese Schwindelanfälle immer wieder mal. Aber meistens dann, wenn ich zum Beispiel plötzlich nach oben gucke oder irgendwas in der... Ja, also meistens, wenn ich Richtung nach oben gucke. Und nicht immer, das ist auch das Komische, sondern immer wieder mal. Aber dann dreht es mich ganz schön. Also so richtig weg ist es nicht. Ich bin weiterhin in Behandlung. Das heißt, mit der Zeit geht es weg. Es sind irgendwelche Kristalle im Ohr, wurde mir gesagt. Ja, das ist diese Geschichte zu meinem Unfall vor einem Jahr. Und ich habe ja auch ein paar Bilder jetzt eingeblendet von den Zeitungsartikeln, von meinem Auto. Das Tragische an der ganzen Geschichte war noch eben, dass mein Auto 3 Monate alt war. Also ich hatte zwar ein neuer Dacia Sandero, Baujahr 2018. Ja, der war natürlich futsch, Totalschaden. Obwohl ich nicht der Verschulder war, ging es ewig, bis irgendwann mal Gelder fließen. Dann muss ich mir einen Kredit aufnehmen, weil den ersten Wagen hatte ich so ohne Schulden gekauft. Nur ich habe dann irgendwann mal auch ein Auto gebraucht, also muss ich einen Kredit aufnehmen. Und jetzt ist ein Jahr her und es sind immer noch 1000 oder 2000 Euro, die ausstehen, die bezahlt werden müssen. Furchtbar. Im Prinzip ist man unschuldig. Man hat bleibende gesundheitliche Probleme, in meinem Fall, plus finanzielle Einbußen. Traurig, aber wahr. Gut, ich kann froh sein, dass ich hier bin, dass ich diese Wanderungen machen kann, diese Videos. Es hat mich natürlich verändert. Ich hatte 2007 auch schon mal was mit der Lunge. Da hatte ich auch brutal Glück, habe es überlebt. Dann eben noch der Verkehrsunfall letztes Jahr. Das macht aus einem irgendwas. Man lebt intensiver, bewusster. Das kann ich jetzt hier nicht abstreiten, ist so. Wenn ich überlege, was ich so alles mache, was ich verwirkliche, alles, was ich immer nach später verschoben habe, mache ich jetzt. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so falsch. Man sollte jetzt leben und nicht erst morgen oder übermorgen. So, Leute, das zum Thema 13. September. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über eure Kommentare, Meinungen, Likes, Abos, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Got to know you, got to love you.